Am Projekt Heimatfotos gefällt mir vor allem die Möglichkeit, meine eigenen Werke und Bilder auf der Plattform vermarkten zu können, sowie die Marketingmaßnahmen, die Heimatfotos für die Fotografen betreibt. Sehr oft eigentlich merkt, dass wenn man gerade typisches Thema Schwarzwald eingibt oder so, dass es halt einfach nicht viel gute Bilder gibt. Also mich fasziniert an Heimatfotos einfach der Community-Gedanke, der dahinter steckt, dass man verschiedene Fotografen aus der Region hat, die zusammen wirklich coole Bilder auf dieser Plattform beisteuern. Also von den ganzen Bildern, die ich aufnehme, wenn ich jetzt 100 Bilder in einer Session aufnehme, sind es dann vielleicht ein, zwei Bilder, die ich dann veröffentliche. Fotografie bedeutet für mich nicht nur am Ende des Tages ein schönes Bild zu haben, sondern natürlich auch in der Natur sein, eine Wanderung zu machen. Viele Leute, finde ich, laufen halt durch die Natur, aber merke eigentlich gar nicht, wie schön die ganzen Dinge sind. Und mit der Fotografie kann ich die Sache einfach festhalten. Teilweise bin ich mehrere Stunden, teilweise mehrere Tage an einer Location. Ob man dann wirklich morgens geht oder am Nachmittag oder doch eher dann in der Dämmerung, dass man da einfach das perfekte Licht dann findet. Da stelle ich dann meistens eine Kamera auf, die macht einen Timelapse, dann bin ich mit der Drohne unterwegs und mit der zweiten Kamera mache ich dann normale Fotos. In der heutigen Zeit ist der Fotograf nicht mehr so wertgeschätzt, wie er mal war, weil man halt sehr viele Bilder im Internet kostenlos beziehen kann und Heimatfotos setzt da ein bisschen an und versucht, die Wertschätzung des Fotografen wiederherzustellen und das finde ich einfach klasse.